Kommen wir zum nächsten Thema, Zähne putzen. Erstens, müssen Hunde sich wirklich die Zähne putzen? Also es gibt Rassen, die ganz viel Probleme mit Zahnstein haben und da sollte man schon im Jugendalter helfen, dass die Zähne sauber bleiben. Dazu gehört der Pudel, dazu gehört der Yorkshire Terrier. Es gibt auch andere kleinere Hunderassen, die tatsächlich extrem viel Zahnstein bilden. Und man sollte dort helfen. Es gibt Hundezahnpasta, es gibt Hundezahnbürsten, es gibt Gels und es gibt spezielle Futtermittel, die dafür sorgen, dass dieser Zahnstein sich nicht so schnell bildet und insofern auch nicht so schnell ein Problem darstellt. Barbara fragt weiter, wie funktioniert die Zahnpflege für den Hund? Welche Produkte soll ich verwenden? Ja, also zusätzlich zu dem genannten würde, gibt es auch Futtermittel, die wieder Enzyme enthalten, die den Zahnstein anlösen. Es gibt Snacks oder Kaumaterialien, die enzymbeladen sind, die sich durch Kauen freisetzen, wo dann durch den Kauakt allein ein Abrieb entsteht, beziehungsweise durch die enthaltenen Enzyme dieser Zahnstein angelöst werden soll. Ob das bei dem einen oder anderen Hund funktioniert, bliebe auszuprobieren. Der Tierarzt macht die professionelle Zahnreinigung. Trotzdem man all die Sachen Mühen hat, wird bei bestimmten Hunden es nötig sein, regelmäßig professionelle Reinigung in Narkose machen zu lassen.